Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zurück in Valheim. Mein Name ist Administrator und ich begrüße euch auf dem Kanal Team Administrator. Wir sind momentan in unserer fetten Krypta unterwegs und sind gerade dabei, ein bisschen Eisenschrott zu plündern. Weiß zwar nicht, was das war, aber okay. Uralte Rinde. Innereien. Mega Schrotthaufen. Scheiße. Ja, ich habe keinen Sprachfehler, ich habe einfach nur Langeweile. Ja, diese Krypta ist so fett, ne? Die ist fetter als ich. Krypta ist so fett, ne? Die ist fetter als ich. Lustig. Man lacht nicht über dicke Menschen. Dicke Menschen sind zwar lustig, aber man soll nicht drüber lachen. Ich bin ja auch nicht gerade dünn. Deswegen darf ich auch drüber lachen. Ich habe Sonderrechte da in der Sache, in der Hinsicht. Oh mein Gott, da ist die Position vom nächsten Boss. Wollen wir die bumsen? Da, oder? Oh, daneben, Bitch. Hast du dich angegriffen oder was? Boom. Aha, gefällt dir nicht, schmeckt dir nicht, ne? Ah, Bums. Ah, geh weg, du Arsch. Ah, geh weg. Lass mich in Ruhe. Such den Hobby. Geh nach Obi. Geh weg. Geh weg, du Spanner. Guckt er mir im Wald beim Scheißen zu. So eine Sau. Oh nein, bitte nicht schon wieder so ein scheiß Geist, Alter. Dann dreh ich durch. Ja, es gibt ja so Geister, die fliegen so rum. Und wenn man die tötet, kriegt man... Finde ich eigentlich geile Belohnungen. Aber man sollte es halt nie übertreiben mit den Viechern. Och, leckt mich doch am Arsch. Hallo, Opa Friedrich. Friedrich Herbert Josef. Guten Morgen. Opa. Oh. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Kohle ich noch drin habe. Boah, 7, wie habe ich noch? Ah, au, war ja. Da war ja was. Ja, wir sind hier erstmal schön fett am Eisen melzen. Ein Holz dabei? Jawohl, wo habe ich das Holz her? Achso, da. Cool. Sind Gegner in der Nähe? Hä? Wo denn? Guck mal, guckt euch mal an. Oh, das ist doch nicht wahr. Ich will nach Hause. Arschloch. Wird auf jeden Fall fett, wenn wir so einen Kryptenschlüssel haben. Wie gesagt, ich muss den irgendwie wiederbekommen. Und wir werden ihn auch irgendwie wiederbekommen, den Schlüssel, wo wir ihn verloren haben. Meine ganze Ausrüstung weg. Also mein Rat an euch als schon etwas längerer Valheim-Spieler, geht niemals einer Rauchenden her, wenn ihr auf See unterwegs seid. Das ist eine ganz dumme Idee. Ne, ich habe viel verloren dadurch. Ne, also was heißt viel verloren? Ich sollte jetzt auch nicht so rumheulen. Ist halt nur Ausrüstung. Aber ich sag's mal so, es ist halt, ne, ohne den ist halt der Kryptenschlüssel mit bei gewesen. Ich trage ihn halt immer bei mir, weil ich halt momentan hier unterwegs bin und so. Was hier unten ist, müssen wir auch nochmal gucken. Die Insel hier, weil hier war auf jeden Fall Ebene. Ebene betrete ich ja nicht. Weil Ebene, für mich heißt das nicht Ebene, für mich heißt das Wüste. Das ist ein Wüstenbiom. Und da gibt es halt Insekten und Kobolde und die haben schon echt viel TP. Also deren Lebensbalken ist schon echt hoch. Und teilweise, wie ich das gesehen habe, haben die auch Eisenausrüstung. Wir werden wie immer... Ach, da hinten war das... Oh. Genau, hier kommt das ganze Eisen hin. Eisen. Das, sowas kommt da rein. Hier, jetzt können wir sogar schon ein Portal bauen. Eisenschrott bleibt bei mir. Ja, jetzt wichtige Sachen kommen da halt rein. Ne? Das muss ich jetzt mitnehmen. Das Edelholz war, meine ich, in der Truhe dahinter. Oder in der Truhe dahinter. Das brauche ich nämlich auch jetzt für das Portal. Portal.
Dann nochmal zurück die Wirtlingskerne holen. Auch hier war das Edelholz. Gut, 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 gut. Bauen wir die Sotlingskerne. Dann können wir jetzt endlich ein scheiß Portal bauen. Ich bin so froh, Alter, dann... Endlich! So, Portalkennung. Wir nehmen mal... Was stand da? Hafen-Rose war das. Jawohl, hat funktioniert. Hafen-Rose. Okay. Dann würde ich ja fast sagen. War ja irgendwas. Irgendwas ist immer. Ich find das so dumm, dass ich das nicht. Zumindest in der verarbeiteten Form. Ich muss mal kurz auf meine Liste gucken. Ich habe hier eine Valheim-Liste. Valheim. So, ich habe jetzt. Ah, das WLAN ist übrigens wieder da. So, was brauche ich denn? Wie viel? 190 Eisen. So. Ich mache schon mal. Ich mache ja schon mal eine abgehackte. Also Hirschfell. Hirschfell. Brauchen wir insgesamt. Moment. 2, 4. 4, 6, 8. Zwei, vier, sechs, acht. Ja, 8. Jetzt gucken wir mal. Also im Prinzip machen wir gerade Inventur. So, 8. Hirschfell. So. Haken. Hirschfell haben wir. Wir brauchen... was war das nochmal? Lederreste. Lederreste. 3 Lederreste. 3. 6. 1, 2. 5. 8. 8. Haben wir 8. Haben wir. Machen wir bei Lederreste. Lederreste. Einen Haken. Was brauchen wir noch? Trollleder können wir auch einen Haken machen. Trollleder. Können wir auch einen Haken machen. Können wir wegmachen den Satz. So. 10 uralte Rinde, da können wir auch einen Haken machen. Uralte Rinde, können wir auch einen Haken machen, weil das ist in der Krypta. So, Hirschfell, Lederreste, Trollleder, uralte Rinde, was haben wir da noch? 10 Edelholz, können wir auch ein Edelholz, Edelholz, können wir auch einen Haken machen, haben wir auch. Na gut, warte mal. Holz 4. 10 Edelholz. 15 Edelholz. Wie viel Edelholz haben wir? 10. So, dann machen wir bei Edelholz mal ein X. Da fehlt uns nämlich noch was. Kreuz. Da fehlt uns nämlich noch was. Gerade schon gesagt. So, uralte Rinde haben wir, Trollleder, Eisen, Turmschild, Edelholz, Eisen, Kernholz, Kernholz. Haben wir Kernholz? Nein. Also bei Kern, ne, bei Kernholz, doch, wir schreiben mal Kernholz hin. Und machen dann einen Haken, weil das habe ich nämlich noch in Massen. So, was brauchen wir noch, was brauchen wir noch? Kernholz. Eisen. Zacke können wir wegmachen. Kernholz können wir streichen. Das habe ich schon abgearbeitet. Habe ich gerade erst gesehen. Wir brauchen noch. Edelholz fehlt uns noch. Ja, Edel. Also, wir haben alles im Prinzip außer Edelholz und im Prinzip Eisen. Das ist das Einzige, was uns fehlt: Edelholz und Eisen. Dann können wir unsere komplette Ausrüstung auf Eisen quasi. Ummelden könnte. Kann man sagen, ummelden? Ummelden, ja. Wie viel hat er noch drin? 4.
Gut, dann haben wir die Folge eigentlich nur auf dem Bildschirm gestartet. So. 23, das ist schon mal gar nicht mal so übel. Das Holz möchte ich da auf jeden Fall reinpacken. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Holz. Wie viel Holz brauchen wir? Hirsche, Hirsche, 4 Holz. 4 Holz, also Holz. Und da können wir ebenfalls einen Haken machen. Und jetzt kommt hier noch Eisen hin. Und da machen wir ein Kreuz. Ja, wie gesagt, Edelholz und Eisen fehlt uns noch und das war's eigentlich im Prinzip, im Großen und Ganzen. Packen wir wieder zurück. Das auch. Die bleiben bitte bei mir, dann möchte ich gerne noch Holz hacken. Und wenn möglich, noch ein paar... Ich schmeiße alles ein bisschen rum. Gut, da kommen nochmal 2 Eisen. Blätter noch drinne? Ein. Scheiße. Gut. Das machen wir jetzt, das machen wir. Halt, halt, zurück, 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 zurück. Da kommen erstmal die 3 Eisen rein. Also 190 Eisen brauchen wir, sagen wir mal minus 20. 170 Eisen, 170 brauchen wir ungefähr. Gut, wir müssen noch Pfeile machen. Holzpfeile habe ich noch, ich möchte aber gerne mal welche auffüllen. So, wir müssen nochmal Holz auffüllen, damit ich nochmal... Schon krass, oder hier war auch alles vollgewachsen und jetzt fange ich schon wieder an, hier alles abzureißen. Schon geil. Können wir gleich nochmal Kohle auffüllen und während die Kohle halt durchbrennt, holen wir im Prinzip Eisen. Das ist jetzt so mein Plan. Ey, das ist sehr unhöflich, Leute in den Rücken zu hauen. Du Arsch. Arschloch. Komischerweise kann ich diesen Baum hier nicht fällen. Ich glaube, es liegt nicht an der... Ach, leck mich doch am Arsch. Ah. Spartakus, das ist ja wie Sparta. Das ist Sparta. So ungefähr. Das ist Sparta. Oh, ich liebe diesen Film. 300. Wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Ach, nö. Tod. Hä? This is Sparta. Das war so geil, Alter. Ich war leider nicht im Kino damals. Aber ich hatte ihn eigentlich mal auf DVD gehabt, bis ihn mir irgendwer weggenommen hat. Also deswegen, ich verleihe halt nie wieder irgendwie Filme an. Irgendwie, weil immer, wenn man irgendwas verleiht, ist es halt weg. Ist halt wirklich so. Ne? Du verleihst irgendwas und denkst dir so, okay, die Person möchte das gucken, cool, hier darfst du haben. Und dann ist es halt so, dann denkst du dir, okay, cool, dann krieg ich den zurück und du kriegst den einfach nicht zurück. Das ist bei mir halt immer so. Ich glaube, es ist bei jedem irgendwie so, dass man einfach die Sachen noch nicht mehr zurückbekommt. Redefluss. Bin gerade voll happy, weil ich wieder WLAN habe. Ich bin auch ein bisschen aktiver, wenn ich gut drauf bin. Aber meistens kickt die Psyche ein bisschen so. Und deswegen bin ich halt meistens immer so ein bisschen, ja, langsamer. Sagen wir es einfach mal so. Oh, du Arsch. Es ist sehr unhöflich, Leute. Hallo. Doppelangriff, Doppelangriff. Bitch. Yo, Mama. Aha, wie viel Holz habe ich immer noch nicht genug? Hui. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene, ich beschäube dich. 2016. War das bei mir jedenfalls so. Wer das nicht kennt. Oh mein Gott. Wie viel Holz habe ich? Ja, das reicht ganz dicke Fette. Wie ich hier alles frei arbeite. Ey, irgendwann ist im Prinzip auf meiner Mat, genau,
auf meinem Map, in meiner Map kein einziger Baum mehr. Feuerscheinaxt. Ist die besser oder was? Ich hab einen Bogen. Gut, dann nochmal, wie viele Pfeile habe ich nochmal? 40 plus. 55 habe ich damit. Gut. Okay. Da würde ich sagen, packe ich den alten. Nein. Während ich im Prinzip. Glück Scheiße, jetzt verpiss dich doch einfach, Junge. Den Rest nochmal in den Kohlemeiler packen. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? 6 Minuten. Hurtig, meine Freunde. Hurtig, ans Ziel. Gut, auf geht's. Jetzt spielt es sich auch besser, ne? Wenn du genug Nahrung hast, dann spielt es sich immer besser. Egal, was du spielst. Gut, in 30 Sekunden müssen wir einen kleinen Stopp machen. Ah, schmeiß weg. Wir haben genug. Boss Mahlzeit. Wie gesagt. Also ich werde nochmal den zweiten Boss besiegen. Und werde mir halt nochmal diesen sumpfigen Schlüssel holen. Und dann dürfte das auch kein Problem mehr sein, dass wir halt wieder in neue Krypten reinkommen. Ich meine, die Krypta, wo wir jetzt sind, die ist recht groß, ja. Aber. Die hält halt auch nicht ewig. Noch nichts gefunden. Okay, wir lassen nur kurz die Fähigkeiten ein bisschen ausruhen. Edelholz fehlt mir noch 15. Und wie gesagt, Eisen kann ich halt nicht feststellen. Ich glaube, so um die 100 fehlen noch. 100 Eisen. Okay, lass die Kraft ein bisschen ausruhen. Die Kraft ein bisschen ausruhen, meine Kraft ein bisschen ausruhen. So, durch da. Scheiße, ich glaube, die Krypta wird immer größer, ehrlich.
Bei der ersten war das nicht so, wo wir drin waren. Das weiß ich noch. Die war richtig klein. 5 haben wir auch schon wieder. Habe ich in der Reihen gewonnen? Ah, das geht immer noch weiter. Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Schrauben wir uns hier durch. Versuchen so viel Eisenschrott wie möglich zu bekommen. Und wenn wir hier halt fertig sind und es halt keine Räume mehr gibt, dann müssen wir halt den zweiten Boss nochmal besiegen, um nochmal den Schlüssel zu bekommen. Falls wir den überhaupt nochmal bekommen. Also müssten wir ja eigentlich. Wäre ja dumm, wenn nicht. Wäre schon dumm, wenn wir den nicht bekommen würden, ne? Okay, hier scheint es doch nicht weiter zu gehen. Ah, hier waren auch noch Gegner, alles klar. Jungs. Meine Lieben, leider warst du schon bei der Folge. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Bitte das bewerten nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.